Freunde, kannst du mal pflummen? Boss, kannst du wieder meine Freunde? Mein Kampf zwischen ApoRed und KS-Freak und zwischen Leon Marcher und Standards waren mal 10 Millionen Leute, die dazugeguckt haben. Verdammt nochmal, es hat sich null gelohnt, auch der Boss hat reingeguckt. Verdammt nochmal, der Kampf zwischen ApoRed und KS-Freak war einfach nur Deckung, kaum zuschlagen und am Ende war es halt kein besonders guter Kampf, Mann. Also, ging. Und die größte Freiheit war doch Leon Marcher gegen Standard Skill, Mann. Leon, ich will ja nicht fronten oder so, aber da bei eurem Boxing-Live-Dings da in Hamburg, auch der Boss kommt aus Hamburg, warum zum Teufel nochmal gibst du da falsche Größenangaben ein? Wo bist du 1,84, Digga? Vielleicht maximal 1,70 oder so. Und Standard soll 1,75 sein? Digga, das ist safe 1,85. Mein Gott, wolltest du nur größer sein und die größte Fresse haben? Und am Ende, was passiert? Am Ende hast du mies auf die Fresse gekriegt und einen Rippenbruch. Also dieses große, ich hau dich kaputt, Stani, hat dir auch nichts gebracht, Mann, verdammt nochmal. Nur die große Fresse haben und am Ende mies aufs Maul kriegen. Leon, das ist wie mit deinem Fake-Prank. Du hast von Mimo mies aufs Maul gekriegt und jetzt hast du von Stani in Real Life mies aufs Maul gekriegt. Also komm mal klar, Junge. Also, es tut mir echt die 10 Millionen Leute leid, die das angeguckt haben. Hat sich null gelohnt, Mann. Was für ein Faker. Okay, meine Freunde, das war's wieder für den Boss. Abonniert, liken, nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.